dachte, ja, das ist keine Sackgasse. Ja, wieso ist das denn vorher wissen? Kann ich nicht. Was postet ihr denn da gerade in Announcements? Wartet mal. Don't freak out and start screaming everywhere. We'll be looking at breeding prices and tweak them if needed. They were just too low before. Okay, jetzt habe ich Angst, wie teuer Breeden ist. Jetzt bin ich actually neugierig, wie viel Breeden kostet, aber ich kann nicht mal zurück zur anderen Insel. Ich meine, ne, wir brauchen nicht darüber reden, dass Breeden vorher zu billig war. Breeden hat vorher literally genau ein Panzer gekostet. Was sehe ich da? Schickt uns Naolin einen kleinen Spion? Du kannst dem Volk mal sagen, dass seine Tage gezählt sind. Nein, noch besser. Ich gebe dir eine Kostprobe. Ich will echt nicht gegen dich fighten, Mann. Oh oh. Das fancy Frisur. Total. Hast du noch nie eine gestylte Kugel gesehen? Dann guck dir diesen gestylten Bullen an, Mann. Ach, come on. Du kannst ja einfach umfallen, ne? Autsch. Der steht morgens zuerst mal auf und macht sich. Ja, ich stelle mir das auch relativ vor, so mit den Hufen so durch die Haare. Da wucht der Pony halt nicht so perfekt, weißt du? Der wälzt sich einfach in Haargel. Das ist auch eine schöne Vermutung. Oh. Ich dachte eigentlich, das ist nur halb effektiv. Und das ist halb effektiv, das ist halb effektiv. Jetzt hat er es gemerkt, Schuld. Mir gehen so langsam die Temtems aus. Warte nur, bald werde ich dich überwältigen. Wusstest du das? Sure. Oh, da ist noch ein Fight. Den kann ich nicht nehmen. Amethyst Ödland. In Kristall begrabene Ruinen. Aha. Oh toll, ich habe keine Schlittschuhe. Oh mein Gott, wie sollst du denn? Bist du der alte Mann? Ein Reisender, kein Bandit? Das ist ja mal eine angenehme Überraschung. Bist du nur Naolin? Naolin, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mein Luftschiff ist abgestürzt. Seit wann gehört uns das Luftschiff? Ein Fuß hinter den anderen, junger Benika. Mein Einfluss ist zu gering, um dir direkt zu helfen, und meine Aufgabe hier ist zu wichtig, um diesen Ort zu verlassen. Aber ich werde dir helfen und gute Ratschläge geben und dich dann weiterschicken. Kannst du mir helfen? Lass mich erst einmal deine Temtem sehen.
wie ich mir schon gedacht habe, sie könnten etwas Temp-Essenz vertragen. Jetzt hör mal gut zu. Du kannst dein Luftschiff nur mit der Hilfe der Schmiedegilde von Tukma reparieren. Die findest du in Quarzal, weit entfernt im Westen. Quarzal ist eine große Stadt unter der Erde, direkt im Herzen dieser Insel begraben. Dort wirst du Hilfe für deine verwundeten Freunde finden. Denn die Tukmani sind großzügig und freundlich. Mein Gott. Wie komme ich da hin? Der Eingang befindet sich westlich von hier, jenseits des toxischen Xolot-Reservoirs. Wage es nicht, das Wasser dort zu trinken oder auch nur zu berühren. Der See ist pures Gift und ätzt wie Säure. Auf dem Weg begegnest du vielleicht deiner Frau, der Wissenschaftlerin namens Sugi. Sugi? Sugoi? Sie kann dir vielleicht weiterhelfen. Das sind keine einfache Wanderung und du hast bereits einiges an giftigen Dämpfen eingeatmet. Hier, nimm eine Atemmaske. Senkt durch Gifttechniken erlittenen Schaden um 20%. Das wirst du brauchen. Danke. Dank mir, wenn diese Prüfung vorüber ist, junger Bändiger. Die Pan-Sonne sei mit dir. Kann ich deine Wohnung plündern? Deine Wohnung ist abgeschlossen. Okay, da wir in Temtem geheilt sind, gehen wir uns erstmal zurück hier. Und vom Prügeln zuerst mal den Typen in der Ecke. Nachdem ich das hier gemacht habe. Hast du deine Aufgabe schon gefunden oder was? Warte, du bist gar nicht der andere. Du verziehst dich besser, Minenwurm. Kämpfe! Pah, ich bin viel zu beschäftigt. Außerdem, warum sollte ich dieser Ort dir schon den Rest geben? Ich werde mich an den Überresten gütlich tun. Bleib auf Abstand. Du auch, Minenwurm. Okay. Direkt anziehen? Ja, aber ich kann den nicht anziehen. Kann ich nicht. Okay. Are you guys ready for bullshit? Let's do this. Hier sind Items, wo ich nicht hin... Gib mir meine Skates zurück, spiele ich für. Ich komme nirgendwo hin. Das ist eine Sackgasse. Okay. Vielleicht hier? Komme ich auch nirgendwo hin. Das ist doch Kacke. Goddammit. Du kannst hier nicht durch. Das ist doch ein... Naturschutzgebiet Amethystödland, betreten verboten. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich will meine Ice Skates zurückhaben. Das Xolot-Reservoir, Säuresee. Okay, wie sieht das auf der Karte aus? Ach du Kacke. Ich muss quasi da lang, okay. Wasser nicht berühren oder trinken. Atemmasken niemals abnehmen. Okay. Oh, noch mehr Enemies, natürlich. Was ist denn nicht? Was? Warum hast du... Time to shine, Kino. Der warme Knuffler. Boing.
Nee, mit dir spiele ich nicht. Das ist ganz klar ein Kristalltyp hier. Sein Name ist halt super, ne? What the fuck is this? Okay, du machst erstmal einen Kinnhaken nach da, du wechselst mit Reiball. Wie immer mit ihrem scheiß Gift-Tinten-Ding, ey. Genau, bitte verwunde jetzt jedes meiner Temtem mit Gift. Danke. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Der Flugmom ist zäher, als er aussieht. Fun Fact, nur der eine redet. Nur der redet. Der hier? Oh, auch. Weird. Gott, so viel... So viele Heiler-Items habe ich doch nicht mal. Noch 4 Salben. Warum hast du so viel Leben? Habe ich noch normale Salben? Gucken, was hier drin ist. Skunks. Raum, den ich definitiv nicht fighte. Also hier kannst ja, hier ist kein Item drin. Ist hier uns drin? Hi. Oh, du kommst von hier? Ich habe keine Zeit für diesen Quatsch. Warte, warte, schenk mir nur eine Minute deiner Zeit. Ich muss einfach sehen, wie du mit deinem Temtem umgehst. Das ist hübsch. Okay, wenn du es halt so willst, dann machen wir es halt so. Ich wüsste gern, wie ein... Das muss ich nachher mal nachgucken. Wie so ein Luma-Toxolotl aussieht. Ich finde das Vieh so geil. Oh, das ist ja schon ein Jahrhundert her, dass ich einen Taifun gesehen habe. Das hilft niemandem gerade. Komm, sterb am Verbrennen. Natürlich überlebst du mit einem HP. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich das letzte Mal mit einem HP überlebt habe? Nicht? Gut, ich nehme die auch nicht. Habe ich überhaupt 20 Stamina? Ne, habe ich nicht.
Wind oder Dings? Wind. Ich hab die Uhr im Blick, keine Panik, alles gut. Das war... Haha, siehst du, ich wusste es. Ich habe keine Panik. Nicht? Wirkt so. Ich meine, ist jetzt auch kein Hals- und Beinbruch, wenn ich heute nicht einkaufen gehen würde. Ich würde überleben. Was ist Gaia? Beschwört den uralten Geist des omninesischen Dschungels, um 100% Ausdauer zurückzuerhalten. Oh. Interessant. Über Hypnose, I guess. Die Einwohner hier sind unerwartet talentiert. Hat das ja schon mal erzählt? Ich gehe nach Hause und gehe anderen Leuten auf die Nerven. Warte nur, bis man eine Universität von Arbery davon erfährt. Von Einwohnern angefangen, kaum mit dem Leben davon gekommen. Ja, mach doch, I don't. Hier ist nichts drin, okay. Ach, ich muss oben lang. Hahaha. Schön. Ein Toxottel. Whee, I need it. Hyperventilier. Nicht Toxottel töten. Brav. Oh doch, ich hatte gesagt, das ist super. Weil ich ja zu dem Zeitpunkt, wo ich bei dir vorbeikomme, wahrscheinlich noch nicht gefrühstückt habe. So wie ich mich kenne. Nicht schlimm, alles gut. Gib mir das Toxottel. Come on. Ich werde sterben, weil ich diese Zottel haben will. Nee, ist alles gut. Lasagne passt. Ich bin eh kein großer Frühstücker. Von daher passt das schon. Giftiger Abschied. Oh. Er ist so cute. Ich liebe ihn. Okay, mein Problem ist nur, ich brauche eine Time Essence. Cool, okay. Was ist mit euch? Noch ein Grubenwurm. Du entkommst uns nicht. Komm, schnapp ihn dir. Komm, schnapp ihn dir. What the fuck is this? Was ist dieses Aboboros? Das Vieh sieht cool aus.
weiß, das ist effektiv. Von daher machen wir zuerst das hier. Bist du Gift? Ah. Ah. Nee, das war Blödsinn. Das ist auch Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Okay, dann finden wir doch mal raus, was du bist. Bist du mental flug? Nee, du bist mental irgendwas. Klingt zu knuffig, wenn ich stirb. Lauf weg, bevor die Wachen kommen. Okay. Als ob das hier eine Sackgasse ist. Seid ihr Trainer? Ne, ist er Trainer. Was wir machen? Keine Ahnung. Glaubst du, wir kommen ans andere Ufer, ohne entdeckt zu werden? Ich wünschte, ich hätte Quatzal. Okay. Ich wünschte, wir hätten Quatzal nie verlassen. Pass auf, das ist einer von diesen Banditen. Nein, warte, er sieht nicht aus wie... Lass uns in Ruhe! Doppelkristall, ha? Huh? Ich weiß halt nicht, was noch gegen Kristalle effektiv ist. Ich weiß, Melee ist effektiv, aber was noch? Wind nicht. Spiegel. Au, aber Kristall ist gegen mich gut. Oh oh. RIP. Das hier müsste ein One-Shot sein. Feuer ist vielleicht noch eine Idee. Feuer ist auch doppelt. Warum ist Feuer doppelt? Ist das wegen Kristall oder ist Geralt Kristall irgendwas? Zumindest die Vorentwicklung. Ja gut, dann ist Kristall auch anfällig gegen Feuer. Praktisch. Habe ich dir doch gesagt, er hört nicht zu den Banditen. Puh, den Abgrund sei Dank. Entschuldige, meine Freundin kann ein wenig temp-verrückt sein. Tut mir so leid, ich dachte, du wärst einer von diesen Oberflächenschlägern. Ich brauche nicht noch einen Toxottel und ich habe auch gerade nichts, was da gibt. Nee, ich bin hier weg. Ich würde gerne in eine Stadt, wenn ich ehrlich bin.
Da unten ist die nächste Temp Station. Ach du Scheiße. Ist ja noch Kilometer weg. Was ist noch effektiv gegen Gift? Weißt du was, ich laufe eben zurück. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich muss eh mal eben... Erde. Scharfe Blätter. Und Katzen. Oder auch nicht. Ich laufe da schon zurück. Ich bin da schon auf dem Weg weg. Das kann ich eben töten. Aber das ist easy. Ich töte halt Kram, nur Kram, wo ich 100% sicher bin, dass der in einem Ding tot sein sollte. Ja, das fight ich nicht. Jetzt werde ich aber überflutet hier, ja? Oh, ein einzelnes Toxotl. Kriege ich ein einzelnes Toxotl hin? Jetzt... Warte. Let me try this. Erde ist nicht effektiv. Interessant. Ja, und genau deswegen will ich den Scheiß nicht fighten. Wegrennen hat eine größere Priorität als alles andere. Also wegtröten. Wegrennen größer. Wegrennen größer Tempcard, größer Wechsel, größer. Irgendwas. Das, was mich halt gerade so extrem wurmt, ist die Ewigkeiten, die du hier zwischen, also wo du das, du hast halt seit Ewigkeiten keinen Zugriff mehr auf, Dings, auf eine Box. Natürlich bist du schneller, natürlich. Ach, leck mich doch. Also wenn du hier halt Kram ausweichen willst, Brustmahlzeit. Kommst du doch nicht in sein Haus, nichts. Von hier nicht? Von hier vielleicht? So das Fenster? Ja. Dann bei dem Kristall, den kommst du halt nicht weiter ohne Skates. Und ich habe keine Skates. Jetzt Batman. Gucken wir mal, wie gut wir hier durch. Kann ich die Dinger an? Nee. Ich dachte, das glitzert, aber.